der reinen spanischen Rasse. Thank you.
Erika Majos i Pura Rafael Tvarjona. Raci jedan. Občas. Deutsche Tuchtwerk für Pferde der reinen spanischen Rasse. Kops und Partbreds. Also Partbreds, das bedeutet, ein Teil ist nur Welsh, also mindestens 12,5% Welshblut müssen Sie anteilig haben, die Welsh Partbreds. Hier kommen Sie herein, wir begrüßen Sie. Interessengemeinschaft Welsh. Ideale Freizeitpartner, natürlich auch Kinderponys oder aber anspruchsvolle Ponys für den Turniersport. Sie eignen sich sowohl für die klassische Dressur, natürlich auch für Spring- und Fahrsport sowie die Freizeitreiterei. Heute zeigen wir Josie's Girl, 14-jährig, Welsh B Rapstute, Dressur und Springen bis Klasse A ausgebildet und von Caroline mit Damensattel präsentiert, dort oben an der kurzen Seite. In England tritten früher die Kinder der Adligen mit ihren Welshponys zu Jagd und Hindernisse waren natürlich sowohl im Damensattel als natürlich auch mit diesen Ponys überhaupt kein Problem. Condor ist auch in der Wand von Stephanie Kutsch gerettet. Ein ausgebildetes Kinderpony, mit dem sie alles anstellen können, was Spaß macht, denn dieses Pony macht alles mit. Happy Girl, ein Welsh Partbred, wird zur Zucht und für den Sport eingesetzt. Sie wird von ihrer Besitzerin Andrea Harbig vorgestellt. Der Fuchshengst Erftal Duncan, ebenfalls für Zucht und Sport. Auch er ist ein Partbred und nur 7 Jahre alt. Und im Sattel sitzt Anna Neuhaus. Dann zeigen wir Ihnen Friedrichshof Bonjour oder Susanne Lohmann. Wo ist sie, Susanne? Ach, die ist nicht da. Stubenhofs Baby Heike Ditter, die ist da. Heike, nehmen wir mal die Hand. Jawohl, da hinten. Meine Damen und Herren, der Welsh Cup deckt bisher die Grüße auch erwachsene Reiter gut ab. Er erfüllt alle Wünsche des Reitsports und natürlich auch des Fahrsports. Die Cops, wie Sie hier sehen, sind unterschiedlich ausgebildet und nach den Richtlinien der klassischen Reitweise oder aber auch als Therapiepferd, ein Welsh will einfach seinem Reiter gefallen und macht alles mit. Wir haben noch Minerva Nando mitgebracht. Ja, das ist natürlich die Aufregung in der Halle. Haltet es mal schön ruhig, nicht damit wackeln. Sonst guckt er natürlich jedes Mal nochmal hin. Nochmal zum Anfang zurück, meine Damen und Herren, er unterscheidet die Welsh in 4 Sektionen, also A, B, C und D. Das hat was mit den Größen zu tun. Somit ist also für jeden was dabei. Ob groß oder klein, ob Einsteiger, ob Fortgeschrittener. Und selbst wenn Ihre Kinder rauswachsen, komm. Genau, jetzt einmal, komm. Na komm. Jawohl, gut gelöst. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, trotzdem, wenn er vielleicht hier verweigert, aber das ist überhaupt kein Problem. Das lösen wir einfach gemeinschaftlich. So sind die Welshs. Jawohl. Gut. Jetzt wird es auch mit den nächsten Vorstellungen kein Problem mehr sein. Unsere Interessengemeinschaft Welsh mit Superponys aus Großbritannien. Für jede Größe etwas dabei und
für jeden Spaß zu haben. Letzter Sprung und Kreuz. Und Sie sehen auch im Nadelsattel überhaupt kein Problem, mit diesen Ponys zu springen und Spaß zu haben. Dankeschön, Interessengemeinschaft Welch. Füchsen hier wunderschön sechsfällig angespannt vor einem Landauer. Und meine Damen und Herren, etwas ganz Besonderes, denn heute zeigen wir Ihnen mal nicht diese imposanten Hengste alle, sondern heute zeigen wir Ihnen die Mütter. Die Mütter, also sechsfällig, nur von Stuten, von Staatsprämienstuten eingespannt. Vorne links Fanny, von rechts Desiree, in der Mitte links Aline, in der Mitte rechts Conny, hinten links Fanny und hinten rechts Helena, zwischen 5 und 8 Jahre alt, wie gesagt, eine Staatsprämienstute, die auch schon einmal oder mehrfache Mütter sind. Pferdezuchtverband Baden-Württemberg derzeit 720 Schwarzwälder Stuten sowie 41 eingetragene Hengste. Von diesen 41 eingetragenen Hengsten finden Sie 24 im Besitz des Haupthoflandgestütes Marbach. Und die anderen Hengste bei Privathengsthalter. Und ganz interessant, meine Damen und Herren, wir haben ja bei der Staatsprämie oder bei den verschiedenen Prämien, die verliehen werden, geht es oft um Rittigkeit, geht es um Dressurnoten oder um Springnoten, aber nicht so bei den Schwarzwälder Füchsen, denn hier ist noch das alte Kulturgut, wo wirklich drauf aufgepasst wird. Denn der Leistungsprüfung geht es um das Ziehen eines Zugschlittens. Ein Zugschlitten, der Zugwiderstand von 20% des Eigengewichtes des jeweiligen Pferdes aufweist. Also, wenn ein Pferd 500 Kilo wiegt, 100 Kilo Zugwiderstand. Und der muss über eine 1 Kilometer lange Strecke mit zweimaligem Pflichthalt gezogen werden. Außerdem muss noch ein Baumstamm durch eine Kegelparcours gezogen werden und eine Dressuraufgabe auf E-Niveau einstellig gefahren werden. Also Sie sehen, worauf hier wirklich geachtet wird, ist, dass die Pferde im Alltag bestehen. Im Alltag, der vielleicht früher ein bisschen alltäglicher war als heute. Aber das ist es, wenn man Traditionen erhält. Denn diese Pferde sollen in der Tradition bleiben, wofür sie immer gedacht werden. Die Schwarzwälder Füchse vom Pferdezuchtverband Baden-Württemberg. Großer Applaus. Und wie immer, alle Informationen zu diesem wunderschönen Tier finden Sie am Stand des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg in Halle 10. In Europa äußerst selten sind und die wir dir gerne einmal näher vorstellen. Vorneweg, es sind die Manga Larga Machadores, brasilianische Gangpferderasse. Es sind Viergänger und die haben einen ganz besonderen Gang zusätzlich zu Schritt haben. Noch, nämlich es ist die Marcha Picada. Und sie entspricht in etwa
dem Tölz, wenn Sie auf die letzten beiden Pferde schauen, das sind die Slender-Pferde, die ja bekannt sind für den Tölz und den Pass, das sind ja Fünfgänger. Und der Tölz eben eine Variante, das sind Töltner-Traber, also eine Variante, die ähnlich ist, wo sie sehr entspannt sitzen und weite Strecken zurücklegen können. Der Vorteil ist, sie kosten diese Pferde relativ wenig Kraft, damit können sie sehr lange in dieser Gangart unterwegs sein und sie sind auch für den Reiter sehr rückenschonend, wobei auch hier ist kein Problem, ist über mehrere Stunden im Sattel zu sitzen. Also, Mangalaga in der Mitte, alleine unterwegs in der Mannschaft Ricarda, vorneweg die zwei töltenden Traber, deutsche Gangpferderasse, dazu aus dem Renntraber entstandenen Viergänger. Sie zeigen hier den Tölz. Reiter sind Stefan Vierhaus und seine Tochter Wiebke. Und da können Sie einfach, wenn Sie ganz genau hinschauen, vielleicht ganz kleine Unterschiede feststellen zwischen der Mancha Picada und dem Tölz, der töltenden Traber und natürlich dem Tölz, der Isländer in Tibet. Wie gesagt, beide Strecken kein Problem, alle drei Pferderassen, die Sie hier sehen, extrem trittsichere Pferde, extrem robuste Pferde, mit denen sie über Stock und Stein auch durch die rauen Landschaften, zum einen natürlich in Brasilien, zum anderen in Island, aber vielleicht auch hier bei uns der ein oder andere Landstrich zurücklegen können. Und mit dem Mangalaga Machador in der Mitte, hoppala, unterwegs ist vom Gestüt Kreiswald in Rimbach Julius Avasson. Pferde, meine Damen und Herren, wenn man sie nicht jeden Tag sieht, Gänge, die man nicht jeden Tag sieht hier in Deutschland. Ich denke, wir haben einmal einen, Achtung, haltet euch mal fest, ich denke, wir haben einmal einen Applaus. Mangalaga Machador, die Töltner-Traber und die Isländer. Weitere Informationen zu diesem netten Pferd gibt es bei der Internationalen Gangpferdevereinigung IGV in Halle 2. Abstand F84. Der Rennbahn und die Titanen der Rennbahn, die sind in diesem Jahr hier auf der Equitana zu Gast. In Brück sind normalerweise 8 Deckhengste, 35 Zuchtstuten und viel, viel Nachzucht, also fast 100 Kaltblüter zu Hause. Und heute hat Florian Keil und Norman Schröder gedacht, wir spannen unsere Kaltblüter mal zweispännig an und zeigen den Gästen der Equitana, wie rasant man sie im Kegelparcours fahren kann. Da bin ich jetzt sehr gespannt und wir öffnen das Tor und lassen als ersten Florian Keil zu uns mit Olaf und Feilo. Da ist er, seine Beifahrerin, die ist ganz, ganz wichtig, Christina Herber. So, ich hoffe, du kennst den Parcours, Florian, aber wir haben extra keine Nummer dran gestellt, also du kannst im Prinzip fahren, wie du willst, ist eigentlich egal, Hauptsache es ist flott. So, wir wollen mal sehen, wie das hier abgeht. Ausbrück, aus Brandenburg. Und das immer am letzten Juni-Wochenende, die Titanen der Rennbahn. Und hier die Botschafter der Titanen, Olaf von Pfeil. Das war jetzt ein Fehler, das haben Sie eindeutig gesehen, meine Damen und Herren. Aber ist überhaupt kein Problem. So. So, und jetzt sehen Sie auch, wofür die Beifahrerin wichtig ist. Sie muss hinten so ein bisschen das Kontergewicht darstellen, um die Kutsche in Balance zu halten, den Wagen in Balance zu halten.
So, das war die Zeit 34,759 Sekunden. So, und jetzt kommt Mario Gwaszczyk, meine Damen und Herren, der Pferdewirtschaftsmeister, ebenfalls zu Hause in Brück. Und er fährt Rose und Jumper. Also, Roland und Falco, okay. Also, Mario, es war gerade relativ schnell, aber leider mit einem Hindernisfehler. Jetzt sind wir gespannt, wie du es hinbringst hier. Okay. Es geht ja schon mal flott los. Wiederum ist die Beifahrerin ganz, ganz wichtig, um den Wagen mit allen vier Rädern auf der Erde zu halten. Jawohl. Das klappt hervorragend. Hier die Wendung gleich größer angelegt, damit auch alles im grünen Bereich bleibt. Schauen Sie mal, Kaltblüter, Schrittpferde, Lastenpferde, die eigentlich nur gewohnt sind, schwere Lasten zu ziehen. Und das sind Turbo-Kaltblüter aus Brück, meine Damen und Herren. Und einfach nur fliegen lassen, das macht den Spaß. Den Pferden, den Fahrern und wir hoffen natürlich auch Ihnen, verehrtes Equitaler Publikum. Tja, in diesem Jahr, 2011, feiern die Titanen der Rennbahn ihr 10-jähriges Jubiläum und es gibt in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion, nämlich eine große Ausstellung, eine Kutschenausstellung im Rahmen dieser großen Kaltblutveranstaltung Titanen der Rennbahn, vom Ackerwagen bis zur Königskutsche, meine Damen und Herren, alles in Brück, in Brandenburg zu sehen. In eine andere wunderschöne Region dieser Erde, und zwar nach Andalusien, Spanien gelegen. La Hacienda Buena Suerte, ein Ferien- und Reitzentrum inmitten der wunderschönen Landschaft Andalusiens. Seit über 20 Jahren bekannt für qualifizierten Reitunterricht. Sowohl im Westernreiter als auch im klassischen iberischen Sur und der Donau Vaquer, der Arbeitsreiter. Und die Botschafterin der Hacienda Buenos Verde, das ist Kinsey Disley, ambitionierte Nachwuchsleiterin und jüngster Spross der Familie Disley, zeigt Ihnen heute einige Lektionen der Donau Vaquer. Die Ritte wird sehr leicht, schauen Sie genau hin, wie sie ihr Pferd führt, diesen sechsjährigen wunderschönen Lusitano-Hengst, Attila. Doma Vaquera, meine Damen und Herren, können auf sie lernen. Das ist nur einer der ganz vielen Kurse, die angeboten werden auf der Hacienda Buenos Verde in Andalusien. Urlaub können sie machen, wunderschöne Zimmer, tolle Arrangements gibt es. Und natürlich Reiten lernen, Westernreiten, viele andere Kurse. Und in einer der traditionsreichsten Reitweisen Spaniens schauen. Doma Vaquer. Das erste Mal, dass diese beiden, Kenzie Disley und ihr Attila, vor so großem Publikum unterwegs sind. Und alles wird so spielerisch ganz leicht. Doma Vaquer hat natürlich die Arbeitsreitweise, die genutzt wurde, um sowohl die Kühe zu treiben, die Arbeiten zu verrichten, die auf dem Hof, die auf der Hacienda abfallen. Und auch diese Reitweise, wie viele andere, die das Westernreiten, verfeinert worden. Verfeinert worden zu einer richtigen Kunst. Das Zusammenspiel von Reiter und Reiterin und Pferd, so wie wir sie hier genießen dürfen. Das ist das Ziel der Doma Vaquer.
Und wenn Sie mehr Informationen zu der Doma Vaquera oder aber auch zu Ihrem Urlaub, dem nächsten geplanten Ferien- und Reisezentrum Hacienda Buena Suerte, erhalten möchten, dann natürlich gerne. Und zwar in Halle 2, Stand A 22, der Stand der Hacienda Buena Suerte. Eine tolle Leiterin, eine tolle Botschafterin der Hacienda Buena Suerte. Meine Damen und Herren, Ihr Applaus für Kenzie Wisley. Nun Pferde zum einen der IPZV. Also hier auf dieser Equitana gibt es ja unheimlich viele Abkürzungen. Und ich sag mal, hinter dem IPZV stehen Pferde, die lieben wir alle. Das sind die Sympathieträger mit der Equitana. Natürlich auch schon wieder längst in Verlosung integriert. Und hier ist einer, der kann Ihnen ganz genau alles zu dieser herrlichen Rasse erklären. Klaus Paulus, meine sehr verehrten Damen und Herren, präsentiert Ihnen Top Isländer von IPZV. Ja, welche Schnellfutter? Wir haben in unserer ersten Gruppe unter dem Motto Black and White zwei Islandpferde in der Bahn, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Bevor ich das Foto grüßen wir die beiden erstmal mit einem kräftigen Applaus. Unsere Islandpferde. Wir haben auf dem weißen Pferd auf dem Schimmel Anja Taukes mit Gormir. Der Gormir ist bereits 20 Jahre alt, bewegt sich immer noch hervorragend. Islandpferde können bis ins hohe Alter geritten werden. Und auf dem Rappen sehen wir Astrid Paulus mit dem selbstgezogenen Sputnik von Elsthof, Mitglied im erweiterten Nationalkader der deutschen Mannschaft. Astrid Paulus mit Sputnik von Elsthof und Anna Taukes mit Dormir. Und Sie sehen die Bilder in ihrer Spezialgangart, im Viertakt, im Tüll, in dieser schönen erschütterungsfrei sitzen können. Und hier kommt unsere nächste Gruppe. Da haben wir in der roten Jacke, müssen wir in der Bahn Susanne Baller mit Röpnir, 11 Jahre alt, der Baller. Daneben haben wir den Initiator von Island Pferdedorf, ein Urgestein der Island Pferdereiterei, müssen wir Klaus Wiebel aus Hagen. Herzlich willkommen hier. Und die reizende junge Dame davor, auch aus Südwestfalen, hier haben wir im Damensattel Susanne Burkhardt mit Lani. Lani auch ein Sportartpferd, aber Sie sehen auch im Damensattel sind die Islandpferde hervorragend vorbereitet. Auch hier ein herzliches Willkommen. Als drittes haben wir die beiden Damen in den roten Jacken. Eine Abordnung unseres Showteams Redderwitz, die wir in der Hoffnungsshow schon bewundern durften und auch weiter bewundern dürfen. Und zwar sind das Elke von Hess mit Rapp, einem 15-jährigen Baller. Und daneben haben wir Ulrike Kitter mit F, 17-jähriger Baller. Stute muss es sein, genau. So, dann darf ich noch sagen zu der Elke Funk-Hess, dass sie bisher im Dressursattel hervorragend geritten ist, bis Grand Prix und hat ihr Herz jetzt für die Islandpferde entdeckt und wir hoffen natürlich, dass sie dabei bleibt. Ja, meine Damen und Herren, wie gefallen Ihnen unsere Islandpferde?
verschiedene Möglichkeiten. Wir haben heute die Handfäde unter dem Begriff Vielseitigkeit hier die Welt vorstellen. Das Handfäderreiten, was uns Klaus Hübel vorführt, ist eine alte Tradition. Man ist auf längeren Wanderrennen oder in Island im Hochsand unterwegs. Man kann die Pferde tauschen, reitet jedes Pferd eine Stunde, sattelt um, kann so große Strecken überwinden. Von Walter Feldmann.